jetzt mal ehrlich, wie alt ist Matthias? Ich google das. Er wird nächste Woche wirklich 40. Das kann nicht sein. Er hat das selbst gesagt. Ich sag 38 mindestens. Aber dass du den unter 30 schätzt, das ist krank. Alt sieht er ja auch nicht aus, Leute. Also wisst ihr, also 40 ist nichts Schlimmes so und 30 auch nicht. Aber Matteo sieht doch älter aus als ich, oder nicht? Ja, du siehst auch nicht aus. Ich verstehe. Okay, er wurde am 11. Mai 1995 geboren. Niemals. Das ist gelogen. Matteo hat selbst gesagt. 95? Matteo hat selbst gesagt, er wird nächste Woche 40. Hier ist ein celebsblog.com. Matteo Wonder. Na gut, wenn der das sagt. Nein. Da steht auch sein Geburtsort und alles. Er hat mehrere. Was ist das für ein Text? Okay, vielleicht ist es doch nicht so. Ihr iPhone wurde gehackt. Was? Ja, wir haben aus Versehen auf irgendeinen Pop-Up geklickt. Ja, nein! Mein iPhone wurde schon 30 Mal gehackt. Ich glaube, das ist eh egal. Also, das war auf irgendeiner Scam-Seite, die einfach so mit AI erstellt hat, was sie gesucht hat oder so. Einfach Tab schließen, nie wieder drüber nachdenken. Alles gut. Diese Lobbys sind wirklich Katastrophe für mich. Es passiert nichts. Es dauert zu lang. Spielst du nicht League? Ja. Ist das nicht so halbe Stunde Main-Menü, halbe Stunde Character-Select, halbe Stunde Ladebalken? Tatsächlich nicht, wenn man alleine spielt. Nein, das ist einer der Hauptgründe, warum ich alleine spiele, weil es mich tiltet, wenn man zu zweit spielt. Sobald ich aus dem Game raus bin, spam ich immer Play Again. Und wenn dann der zweite Spieler noch so lädt und noch so, oh ja, hier, das habe ich gebaut und das und das. Das kann man besprechen, wenn man neu queued, weißt du? Ey, ich fühle das so hart, das fuckt mich auch immer so ab. Letztens habe ich Flex Queue mit Freunden gespielt und irgendeiner bei dem hat League of Legends da nicht geladen und so. Nein. Der ging aus dem Game und dann war bei ihm so, oh, mein League lädt nicht, ich komme nicht, kann nicht auf Play Again drücken. Das hat mich so abgefuckt. War das nicht ich? Smart, da hast du natürlich jetzt erfolgreich mir auch ein bisschen schlechtes Gewissen gemacht, weil man manchmal nichts dafür kann. Aber wenn man was dafür kann, dann werde ich wütend. Ich hab mich letztes Mal so mit 4, 5 Jahren Staub gefressen. Oh, es gab ein letztes Mal? Ja, da bin ich so hingefallen auf irgendeine staubige Gegend und dann hatte ich Staub in der Fresse. Sand fand ich immer ganz lecker. Wenn mir manchmal was zu essen runterfällt, dann ist die 5-Sekunden-Regel dran. Oder auch halbe Stunde bei mir manchmal. Ja, aber da ist auch oft mal Staub drin. Aue! Ist ja auch nur wichtig für die Darmflora, ne, und so. Das macht dich nur stärker. Scheiße. Staub macht dich nur stärker. Da fährt jemand Mario. Hat diese Person das erste Mal heute zum Leben Mario Kart gestartet? Das ist crazy, Mario, bei Mario Kart fahren. Main Character Abuser. Mario ist cringe. Real Talk. Der hat Plot Armor, stimmt eigentlich. Das ist voll unfair. Das ist wirklich insane. Plot Armor. Oh. Yippie! Ja! Ach, hätte man mir geben können. Ist das Duisburg? Gute Frage. Oh Mann. Oh, ich hab eine gute Kurve gezogen. Tamina macht aber hier mit der Bananenattacke. Vorsicht. Der Muffin-Mann. Der Muffin Man? Was hat das? Ich bin's. Okay. Mich heißt. Okay, no, ich heiß. Know the Muffin Man. Das ist Hamburg Fairpoint, actually. Do you know the Muffin Man? Hab mich fast selbst gebombt. Ey! Digga, 5? Der Muffin Man. War nicht so respektlos. Mann, jetzt kriege ich das nicht mehr aus meinem Kopf. Aua! Muss mal wieder Shrek gucken. Digga, so geil. Alter, den Muffin weggetrötet. Wollen wir nicht mal den Shrek-Movie haben? Shrek einfach einziger Film, wo der zweite Teil noch geiler ist als der erste. Ja, weiß ich nicht. Teil 1 war stark. Ja, aber Teil 2 ist so iconic. War da, was, wo kommt denn am Ende hier? Wo endet das denn nochmal mit dem. Oh, mir fällt der Song gerade nicht ein. Hier, der Hero! Ja. War das der erste? Oh, nee, das war der zweite. Aber der hatte, da muss der erste mal. Ich bin so weit vorne gewesen, das ist so gottlos. Ey! Oh. Ich bin wirklich für Mario Kart ohne blauen Panzer. Das wäre so viel besseres Spiel. Ach, was? Ja! Hab ich den Muffin gehopst, Alter. Chat, morgen praktische Fahrprüfung auf dem Land. Ach gut, das ist ja geschenkt. Also, nein, es ihr masert wie fies. Ja, sorry, ich habe meine Prüfung in Berlin gemacht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich fand jetzt Köln schlimmer. Ach, Kölner Köln Straßen. Ja. Ich sag das immer wieder, Kölner Straßen wurden von irgendeinem Kleinkind auf so einem Teppich gemacht. Ja, ja. Das ist wirklich, ich glaube, Köln Straßen wurden AI-generated oder so ein Scheiß. Das ist passt ja, dann wäre es ja teilweise sinnvoll nicht. Das ist wirklich, boah, Alter, die sind so weird. Da passieren plötzlich, geht eine Spur von drei Spuren
Spuren ab ins Nichts, aber auch mit einer 90-Grad-Kurve. Und wenn dein Auto nicht Downforce des Todes hat, fliegst du. Die so spreizen in Köln. Also ja. Zwei gebogene Pfeile in beide Richtungen immer. Und irgendwas wird wie so eine Verkehrsader mit 6 Spuren und plötzlich wirst du so auf eine halbe reduziert. Okay. Juhu! So, ist die auch neu? Ja, semi. Definiere neu. Oh nee, doch, die kenne ich auch schon mal gespielt, ne? Oh wait, Yoshi Coins! Ja, stimmt, ich meine, I'm a Believer, das war Teil 1 bei Shrek, oder? Kann sein, weiß ich nicht. I'm a Believer. Ich habe vor kurzem mein altes Yoshi Game Boy Advance Spiel wiedergefunden, das unten so einen Motion Sensor drin hatte und du musstest die ganze Welt immer nach links und nach rechts neigen. Hey, yeah, das ist crazy. Und dann die ganze Welt, nicht, also du bist ja auch geil. In der Welt immer so nach links, nach rechts und die ganzen Sachen haben sich geneigt. Das war so geil, das Spiel. Ja, übel sick. Eh so diese alten Sachen, teilweise so wild. Ich hatte für den Game Boy auch so eine Kamera, die man hinten so raufgesteckt hat. So schlecht. Und dann konnte man so seine eigenen Gesichter auf Endbosse packen oder so. Lol. Aber die war schon lustig irgendwie. Digga, die war gut. Die war gut von mir. Moment. Ich fand für die PlayStation auch super wild iToy oder wie das hieß. Oh ja. Wischiwaschi. Das war damals krass. Da hatte ich so ein Disney-Spiel von, das war crazy. Digga, wie kann ich das Feuer nicht getroffen werden? Das ist crazy. Oh mein Gott. Ich versuch grad. Oh mein Gott, wir haben ja jetzt Schwarmintelligenz, oder? Ich suche seit einer Weile, es gab für die Wii damals so einen Channel, auf dem man so, da kamen so kleine Shows oder so, irgendwie, keine Ahnung, über Monster Hunter gab es dann 5 Folgen oder sowas, wenn das rauskam. Ich weiß aber nicht, wie das heißt, ich finde das nicht. Das will mir jetzt auf die Schnelle auch nicht einfallen, ehrlicherweise. Digga, das war kacke von mir. Ja, komm, fick mich doch einfach. Was soll's? Ich muss mich konzentrieren. Konzentration. Nein! Sagt sie und ist direkt wieder vorne. Klassiker. Wo sind jetzt die Blauen? Ja, die gibt's nur, wenn du da bist. Was ist jetzt? Hier Ganoven. Hä, das kann in der Luft treffen? Er hat uns Ganoven genannt. Tamumba. Ja, ich anzeigen, shit. Ehrlich gesagt. Shit. Ja, ich hab auch Karma für die, den Mango-Panzer bekommen. Oh, nein. Ja, ich hab grad sehr, sehr viel Karma kassiert. Sehr, sehr viel Instant-Karma. 9. Bin 11. Banger-Soundtrack. Boah, aber 2 Stunden Mario Kart ziehen sich schon wieder, ehrlich. Ja. Und dabei haben wir es extra alle zusammen als Team eine halbe Stunde rausgezögert. Richtig. 1,5 Stunden ist der Sweet Spot, glaube ich. Deswegen war ja auch angesagt, einfach bis wir keinen Bock mehr haben. Macht's okay. Gut. Bye. Wir müssen die Punkte noch zusammenzählen am Ende. Ich glaube, da kämpft ihr gerade drum. Scheiße. Maluna hat schon Schiss vor dem Tweet. Maluna muss schon mal ready machen, ne? Den Peach-Tweet. Wir müssen den alle retweeten. Nein. Doch. Oh, die Kurve habe ich gut gehen. Nee! Lieber gar nichts sagen. Genehmt. Da. Oh, von oben auf den Kopf drauf. Ich finde die Kamera hier auf dieser Map so schlimm. Ja, die ist schon nervig. Niemand denkt immer an den Kameramann. Alle denken, ja, wirklich. Eigentlich ist der stärkste Char nicht Goku, sondern der Kameramann. So. True. Ist wirklich so. Der muss im All filmen. Nein. Was? Da ist legit eine Banane. Und ich treffe sie. Na gut, also ich mach schon mal den Tweet bereit, ne? Also. Yeah! Schaffst du noch, stell dir an. Lol, okay. Das ist witziges Timing. Goals! Oh. Aua! Yeah! Ich glaube, da erwischt jetzt auch niemand mehr mit. Naja. Oh Gott. Was macht ihr hier nach noch so? Klar. Jetzt noch die Rakete. Weiß nicht, noch nichts geplant. Und bei euch? Ich hab Bock, in dieses Only Climbing Game da reinzugucken, glaube ich.
Und auch in die neue Velo-Season. Neue Fortnite-Season. Fortnite Battle Pass. Play it all night. Jetzt mit Göttern. Ich hoffe, die bringen Percy Jackson rein. Mhm. Mann, das ist schon wieder Tamina. Ja, diesmal, das ist meine Rache für eben, für ihre Runde davor. Drei Runden lang an derselben Stelle schießt Tamina mich ab, nachdem ich eine ganze Runde wieder brauche, um aufzuholen. Och, lass dich nicht bumsen. Der Muffin-Mann. Der Muffin-Man? Ja. Okay. Do okay. You know? Ist okay. The Muffin Man. Yoshi's pissed. Ja, aber das ist schon die schlechteste Yoshi-Strecke. Ja, die ist schon nicht so ultra geil. Seid ihr bereit für ein geiles Rennen? Ja, klar. Hup, hup. Ach ja. Man kann wirklich hupen. Na, ist es komisch, dass ich Luigi's Charakter irgendwie heiß finde? Normalste Chat-Nachricht in den letzten 5 Minuten. Vielen Dank dafür. Nö. Also ist okay, glaube ich. Ist ein hart netter, arbeitender netter Herr. Na? So mit italienischem Akzent, das hat ja auch was. Ja, ja, ist ein schnelles. Hat zwar einen Bruder, aber ist so humble-mäßig. Ist doch, er sieht also, Geister. Ja. Ist also auch so ein bisschen Psycho. Ja. Ein bisschen spicy. Nicht langweilig auf jeden Könntest Fall. Könntest mit ihm auch so italienischen Dirty Talk machen. Ich glaube, das wäre bestimmt ganz witzig. Mhm. So, könntest mit Nudelsorten irgendwie. Oh yeah! Maluna, jetzt mach doch mal. Ah! Ja, ich kassiere hier von allen. Komm wieder, ein bisschen Feuer. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich hab keine Lust auf Feuer gerade. Wirklich, die einzigen, von denen ich kassiere, seid ihr eigentlich, nicht die Randoms. Lol. Wie nennst du die? Die Randoms. Lol. Die Randoms. Das war wieder wundervolle Neuigkeiten. Skandal! Das war wie. Skandal! Im Sperrbezirk, Skandal! Oh. Oh oh. Ey, was mache ich denn hier? Ich weiß gar nicht, warum ich gerade so toxisch und aggressiv. Ja, und da kam auch schon mein Karma! Da war es doch schon! Hasse. Das ist Person. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Ich glaube, das ist letzter Platz schlecht. Trust me, wir letzten beiden hier, wir sind so weit weg von dir noch. Warst du nicht gerade Erste? Ich war leider noch nicht Erste. Hä, wir haben kein Item bekommen, also gar keins, das ist ja crazy. Erstmal muss ich jetzt nochmal Maluna gezielt wegschießen. Lassen Sie mich. Lassen Sie das. Natürlich nicht. Ich muss hier ein. Oh! Du musst einen auffahren. Oh jetzt, ja, ich bin gefickt, das war's. Maluna jetzt auch noch gewinnen, um gegen Team Homie zu bestehen. Ich bin gewonnen. Was? Hat Maluna das Rennen gewonnen? Ja! Oh, oh, Tim. Was? Let's was? Go. Nein! Let's nein. go! Nein! Nein, 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 nein! Top-Performer, oh Gott, der nicht random ist. Let's go!